Hallo meine lieben Kochfreunde, heute zeige ich euch mein Bärlauchpesto-Rezept mit einer besonderen Zutat. Los geht's! Wir brauchen frischen Bärlauch. Den kannst du kaufen oder auch selber sammeln. Man findet ihn meistens in feuchten Waldgebieten. Wobei, ihr müsst aufpassen, dass der Bärlauch bzw. die Blätter nicht vom Maiglöckchen stammen. Diese sind giftig, also Achtung! Eine ganz einfache Methode ist aber, man reibt die Bärlauchblätter mit den Fingern auf und wenn es nach Knoblauch riecht, dann seid ihr richtig unterwegs. Bärlauch übrigens, ein super gesundes Wildgemüse, ist bekannt für seine blutreinigenden und blutdrucksenkenden Eigenschaften sowie seine antibakteriellen und antifungalen Effekte. Darüber hinaus enthält Bärlauch eine Fülle von Mineralstoffen und ist besonders reich an Vitamin C, welches das Immunsystem stärkt. Sein hoher Gehalt an Allicin, der auch im Knoblauch gefunden wird, trägt zu einer Fähigkeit bei, das Wachstum von Bakterien und Pilzen zu hemmen und kann somit zur natürlichen Behandlung von Infektionen beitragen. Also esst ganz viel Bärlauch! Diese vielseitigen Gesundheitsvorteile machen Bärlauch zu einer wertvollen Ergänzung in der frühlingshaften Küche. Und jetzt zeige ich dir, wie man Bärlauchpesto ganz einfach herstellen kann. Dazu braucht es einen guten Mixer, frischen Bärlauch, Öl in meinem Fall, nämlich Olivenöl, und weitere Zutaten nach deiner Wahl. Da ich ein großer Fan von Hanfsamen bin, werde ich diese auch noch in das Bärlauchpesto hinzugeben. Diese geben dem Ganzen eine cremigere Konsistenz. Wobei ihr könnt natürlich auch Nüsse wie Mandeln verwenden. Ganz original wären es ja Pinienkerne bei einem Pesto. Aber ich nehme bewusst Hanfsamen, da sie nicht nur einen leckeren Geschmack haben, sondern auch sehr wertvolle Inhaltsstoffe wie Omega-3 enthalten. Aber zu den vielen Vorteilen von Hanfsamen habe ich ein extra Video gemacht. Findet ihr auch auf meinem Kanal. Und übrigens, vielleicht vermisst ihr ja den Parmesankäse, aber den gebe ich bewusst nicht hinein, weil sich so die Haltbarkeit des Bärlauchpestos verringern würde. Ich gebe den Parmesankäse dann lieber frisch oben auf mein Gericht. Alternativ im Rezept könnte man auch noch etwas Zitronenschale hineinreiben. Das verhindert etwas mehr die Oxidation und das Bärlauchpesto bleibt länger grün. Aber das ist Geschmackssache. So, bevor wir die Zutaten aufmixen, sehr wichtig, den Bärlauch auch noch waschen. Denn man weiß nie, wie viel Schmutz noch auf den Blättern ist, den man gar nicht sieht. Danach sollte man ihn am besten noch einmal etwas trocknen. Ich nehme dazu Küchenpapier. Und wenn das getan ist, kommt alles jetzt in den Mixer. Zuerst den Bärlauch, dann das Öl und die Hanfsamen. Diese habe ich euch auch mal unter dem Video verlinkt. So, und jetzt nach Belieben würzen mit Salz, Pfeffer oder wie ihr es gerade haben wollt. Ach ja, und die Mengenangaben sind relativ. Ich mache das Pesto nach Augenmaß. Möchte ich ein eher dickeres Pesto, gebe ich noch ein paar Samen hinzu. Und wenn ich es lieber flüssiger mag, dann halt mehr Öl. Ach und übrigens, den Mixer, den ich verwende, habe ich euch auch verlinkt. Früher hatte ich mal einen Vitamix, aber ich finde den absolut überteuert. Und diesen Mixer, den ich jetzt habe, der ist für mich perfekt und viel günstiger. So, gut, wenn alles gemixt ist, fülle ich einfach alles in ein Glas und gebe es dann in den Kühlschrank. Das Bärlauchpesto hält sich schon einige Zeit, aber ich denke, es wird nicht lange dort drinnen stehen, weil es wirklich so lecker ist. Ja, meine Lieben, hat euch dieses Video gefallen? Dann lasst doch gerne ein Abo da für weitere Videos. Und über ein Like freue ich mich natürlich auch. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Euer Kochfreund Christian. Ciao.